Warum ich meinen Tonabnehmer wechseln musste und warum ich mich am Ende für diesen neuen entschieden habe, seht ihr gleich. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Es ist was passiert. Und zwar hatte ich einen kleinen Unfall mit meinem Tonabnehmersystem. Und zwar, viele von euch wissen es, ich hatte von Clear Audio den Virtuoso V2 mm-Tonabnehmer. Ein recht guter mm-Tonabnehmer, der bei meinem Clear Audio dabei war und mit dem ich auch sehr zufrieden war. Der lag immer irgendwo um die 800 € und kostet aktuell, wie so vieles, was teurer geworden ist, fast 1.000 €. Was ist passiert? Schaut euch hier das Foto an. Das war das Ergebnis von dem Unfall. Es ist im Zusammenspiel mit meinem Sohn passiert. Ich kann ihm keine Vorwürfe machen. Ich habe direkt daneben gestanden. Ich war auch mit dran schuld. Also Schwamm drüber. Ist passiert. Und naja, ihr seht, die Nadel, die war schon recht verbogen. Und dann dachte ich, ja, was hast du schon zu verlieren? Versuch mal das Ganze zurückzubiegen. Das habe ich dann wirklich so zart ich konnte versucht. Das ist mir auch gelungen. Ihr seht, das war noch mal relativ gerade und er hat auch gespielt, aber an der Stelle, wo es dann hin und zurück gebogen wurde, ist es nicht gebrochen, aber es ist eine Art Sollbruchstelle oder Knick entstanden, also wo das Material jetzt von der Nadel einfach mehrfach gebogen wurde. Und auch wenn er relativ normal gespielt hat für meine Ohren, ist das natürlich ein Zustand, den man nicht lassen kann. Also das ist natürlich nicht mehr optimal gewesen. Nun gibt es von Clear Audio die Möglichkeit, das Ganze im Austausch gegen einen neuen einzuschicken, genau wie wenn man allgemein eine neue Nadel braucht. Also das kann man nicht einfach selbst austauschen, sondern muss das einschicken. Und alleine der Austausch gegen ein anderes kostet schon 500 bis 600 €. Und hier war eben die Überlegung bei mir, Mensch, du wolltest sowieso die ganze Zeit ein MC-Tonabnehmersystem mal ausprobieren. Warum denn nicht jetzt gerade die Chance dazu nutzen? Ja, gesagt, getan. Da habe ich mich umgeschaut und auch auf meinem Instagram-Kanal in der Story mal eine Umfrage gemacht, ob jemand Tipps hat für MC-Tonabnehmersysteme. Und ich kann euch gar nicht sagen, und was da alles kam. Danke, wer mir da was geschickt hat. Da waren alle möglichen Tonabnehmersysteme dabei. Und bei mir ganz weit vorne war Hanna, also HANA, der SL im Bereich, ja, 600-700 € und der ML im Bereich, glaube ich, 1100-1200 €. Das waren zwei, die für mich interessant waren. Und auch der Klassiker, der Denon 103 in der R-Version. Der soll für seine knapp 400 € für das Preis-Leistungs-Verhältnis relativ unschlagbar sein. Auch was ich gerne mal testen wollte. Und da habe ich hin und her überlegt, Mensch, was sollst du holen? Habe auch immer mal wieder geschaut nach irgendwo einem Sonderangebot und so weiter. Und es gab noch einen Tipp, der kam auch von der Instagram-Community. Jemand, mit dem ich schon lange sehr regelmäßig Nachrichten austausche. Und zwar ist das Björn. Und Björn schreibt mir, er empfiehlt ein TAD Excalibur. Er hat damals Gold geschrieben. Das ist der etwas größere. Und er selbst benutzt den Plek. Und da bin ich hellhörig geworden. Da dachte ich, TAD kenne ich natürlich, machen die jetzt auch Tonabnehmer? Excalibur, was sind das für Tonabnehmer? Da habe ich mich in das Thema ein bisschen eingelesen. Und dabei kam raus, dass das auch aus der Excel-Schmiede kommt, soweit ich es richtig verstanden habe. Und Excel macht auch die Hanna-Tonabnehmer, an denen ich sowieso Interesse habe. Heißt also, diese Excalibur haben mit Hanna recht viel gemeinsam. Und da ich es irgendwie nicht über 1000 € ausgeben wollte, war für mich der HANA SL interessant und nun auch der TAD Excalibur Black, der sich ungefähr in der gleichen Preisregion ansiedelt. Und da lese ich ein bisschen im Internet in Foren und ich weiß nicht mehr wo und ich weiß auch nicht mehr der genaue Wortlaut oder jemand hat geschrieben, HANA alles super, wer den Klang von HANA möchte. Mit noch etwas mehr Wumms beschreibe ich es jetzt einfach mal. Dann können die Excalibur, den Excalibur Black in der Preisregion empfehlen. Und da
für diesen Tonabnehmer tatsächlich ein Angebot aufgetaucht ist, in einem Webshop, dachte ich, komm, zuschlagen, was willst du schon falsch machen? Ist ein guter Preis, probierst es aus. Deswegen, der ein oder andere hat mich auch gefragt, ob THD da ein kleines Sponsoring herausgehauen hat. Nein, überhaupt nicht. Keine Zusammenarbeit, keine Werbung. Ganz aus freien Stücken und rein aus Empfehlungen raus und auch auf dem, was ich recherchiert habe, mich für diesen Tonabnehmer entschieden. Ich blende euch hier nochmal eine Verlinkung ein zu dem Unboxing-Video, das ich zu dem Tonabnehmer gemacht habe. Und ich verlinke euch direkt im Anschluss noch ein Video. Und zwar ist das das Video, wo ich mal gezeigt habe, wie man ein Tonabnehmersystem wechselt bzw. richtig einstellt. Bin ich nämlich auch von euch gefragt worden, dass so ein Video mal toll wäre. Also gibt es schon, ist schon ein Jahr alt, aber das habe ich schon mal gemacht. Könnt ihr hier nachschauen. Ja, ich habe den Tonabnehmer dann relativ zügig erhalten und euphorisch eingebaut. Ihr seht, ich habe ja auch ein paar neue Tonabnehmer, Headshell-Schrauben mir bestellt. Fand ich cool. Erstens mal kann man die, weil die schön griffig oben sind, von Hand anziehen. Braucht im Prinzip keinen Schraubenzieher. Und es sind verschiedene Längen dabei. Und das wollte ich. Ich wollte hier die längste Version benutzen, um etwas mehr Gewicht vorne raufzubringen. Denn der Excalibur ist verhältnismäßig leicht mit 5,2 Gramm. Durch die längeren Schrauben bin ich bei knapp über 6 Gramm. Also ich denke, das ist für mein Setup besser. Ja, Tonabnehmer eingebaut, guten Gewissens eingestellt. Ich denke jetzt mal, ich werde noch mal Feinjustierungen machen, aber ich denke mal zu 90% passt das Ganze soweit. Und was soll ich sagen? Ich bin wirklich überzeugt. Es kann natürlich sein, wie gesagt, ich habe keinen Vergleich, es ist auch mein erster MC-Tonabnehmer, aber aus meiner Sicht macht dieses Tonabnehmersystem alles besser als mein Clear Audio MM-Tonabnehmersystem. Das Einzige, was ich als relativ gleichbleibend empfinde, ist die Breite der Bühne. Ja, wie weit gehen die Instrumente links und rechts auseinander? Ansonsten viel klarere, freigestelltere Instrumente. Das, was vorher schon eine Tiefe hatte, nach vorne und nach hinten, ist jetzt gefühlt ein paar Zentimeter näher an mir oder ein paar Zentimeter weiter von mir weg. Also irgendwie präziser. Das spielt klarer auf und auch der Bassbereich ist nochmal deutlicher und präziser abgedeckt. So kann ich es beschreiben. Der ist jetzt noch nicht eingespielt. Ich habe erst ein paar Stunden gehört. Aber selbst wenn er so bleibt, wie er jetzt ist, bin ich absolut vollends zufrieden. Und also wenn ich das jetzt vom Preis-Leistungs her mal, Preis-Leistungs-Verhältnis mal reinsetze, echt toll. Der kostet normal knapp 700 Euro. Ich habe den jetzt für ja, 565 Euro bekommen. Also eine super Sache für das Geld. Megatonabnehmer. Ich denke, der wird mir lange Zeit einen Haufen Spaß bereiten und ich kann euch gerne noch mal in ein paar Wochen so eine Art Langzeitbericht noch mal kurz berichten in einem anderen Video, wie er jetzt, wenn er eingespielt ist, ist. Ganz toll. Also definitiv jemand, der Preis-Leistungs-Systeme, MC-Tonabnehmer-Systeme sucht, definitiv gerne mal nach THD Excalibur schauen oder auch den HANA-Tonabnehmer-Systemen. Und wer ganz günstig will im Einsteigerbereich MC, sollte, glaube ich, wirklich mal auf den Denon 103R schauen. Also so viele Leute, die da schon drüber Positives verloren haben. Die können sich nicht irren, das muss wirklich ein tolles Teil sein. Ja, ich hoffe, ich habe damit alle Fragen zum neuen Tonabnehmersystem beantwortet. Wenn ihr noch Fragen habt oder auch Erfahrungen habt mit ähnlichen oder anderen guten MC-Tonabnehmersystemen oder im Vergleich zu MM, bitte schreibt es mir doch unten in die Kommentare. Vergesst nicht, ein Abo dazulassen, das Video zu liken oder auch mal die Glocke anzumachen, dann wisst ihr immer, wenn ein neues Video von mir kommt. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bis dann.